Attraktiv, ja sogar sexy können sie aussehen, die grauen Haare. Und nicht nur bei Stars. Der neue Granny-Style findet auch den Weg auf den Kopf ganz junger Leute. Denn wer grau trägt, ist einfach hip. Wodurch entstehen graue Haare? Maud Kirchenlohr ist Stammkundin bei ihrem Ludwigshafener Friseur Gerhard Leibold. Die 71-Jährige will sich ihren Ansatz färben lassen. Anders als der Großteil der Kundinnen liebt die Witwe weiße Haare. Sie hadert mit ihrem Schicksal, dass ihr eigenes Haar noch viele Farbanteile hat. Das heißt, dass ihre Melanozyten im Haarfollikel noch Melanin produzieren. Das ist das Farbpigment des Haares. Doch im Alter lässt die Melaninproduktion nach. Stattdessen werden Luftblasen ins Haar eingeschleust. Das Haar wird weiß. Wenn ich Leute sehe, Damen mit so grauen Haaren, naturgrauen Haaren, finde ich wunderschön. Und so hätte ich das auch gern. Wie wirken graue Haare? Wer wie Heidemarie Uhrich die weißen Haare gut findet, hat eindeutig mehr vom Leben. Sie erinnert sich noch gut daran, als sie die ersten grauen Haare entdeckte. Oh, die waren schon schockierend, da habe ich sie gefärbt. Also erst getönt und als das nicht mehr gereicht hat, wurden sie gefärbt. Weil das fing schon an, als ich Anfang 30 war. Die meisten Männer nehmen ihr Haar so an, wie es ist, ohne sich mit Färben zu belasten. Die grauen Haare ihrer Frauen mögen sie auch. Hauptsache, sie sind gepflegt. Also ich finde diese Art der Haarfarbe sehr gut, vor allen Dingen bei meiner Frau. Sie hat es schon längere Zeit, sie war vorher brünett. Und das macht sie seit vielen Jahren nicht so. Und ich finde es sehr, sehr attraktiv bei ihr. Diese positive Sicht auf weißes Haar findet Psychologin Andrea Benecke von der Universität Mainz vorbildlich. Sie weiß aber auch, dass viele das nicht schaffen. Weil graue Haare, genauso wie Falten im Gesicht und auch sonst wo die Haut nicht mehr ganz so schön ist, Zeichen dafür sind, dass man älter wird, dass man Dinge nicht mehr so kann, wie man sie früher vielleicht konnte, dass man nicht mehr jugendlich ist. Und Jugendlichkeit ist nach wie vor das Ideal, was in unserer Gesellschaft vorherrschend ist. Was kann man in der Übergangsphase tun? Friseurmeister Gerhard Leibold rät zum Färben, aber anders als sonst. Die meisten Frauen möchten ihre Ursprungsfarbe zurück. Der Ludwigshafener empfiehlt hingegen, das gesamte Haar heller zu tönen, um sich nach und nach an das neue, graue Aussehen zu gewöhnen. Maud Kirchenlohr macht das schon einige Jahre. Deswegen kann sie jetzt weiß gefärbt werden. Man könnte das Haar peu à peu auffällen, indem man mit Strähnen arbeitet. Strähnen machen immer einen weichen Übergang. Es ist auch nicht eine zu sehr große Veränderung von jetzt auf gleich. Und kommt in der Regel auch ganz gut an. Welche Produkte gibt es für die Pflege grauer Haare? Ein Silbershampoo ist für grau-weißes Haar ein Muss. Das blaue Shampoo neutralisiert Gelbfärbungen. Hier liegt das Prinzip des Farbenkreises zugrunde. Gelb liegt gegenüber Blau. Deswegen wirkt das Shampoo auch etwas bläulich oder violett. Das hebt dann einfach den Goldton auf und das Haar wird in der Farbe sehr viel klarer. Neben dem Shampoo gibt es auch Schaumfestiger, die mit Blaupartikeln angereichert sind. Das passende Produkt zum Stylen. Für grau- bzw. weißhaarige Frauen empfiehlt sich unbedingt eine Kurzhaarfrisur. Sie verjüngt und sieht modern aus. Fazit: Flotte Kurzhaarfrisuren und ein wenig Farbe in Gesicht und Kleidung sorgen dafür, dass ältere Damen ganz bestimmt nicht wie graue Mäuse aussehen. Graue Haare sind kein Weltuntergang, sondern mittlerweile ein modischer Trend. Insbesondere Frauen sollten dieses Zeichen des Älterwerdens annehmen und daraus das Beste machen. Der lästige Übergang kann mit heller Färben attraktiv gestaltet werden.